Ja, herzlich willkommen, schönen guten Abend hier im Josefs in Nürnberg. Mein Name ist Isa Jahnke, ich bin die Gründungsvizepräsidentin für Studium, Lehre und Internationales und auch Professorin für Learning Technologies im Department Engineering. Ich stehe hier, weil heute unser Gründungspräsident Herr Purme kurzfristig terminlich verhindert ist. Deswegen bitte ich Sie, mit mir heute vorlieb zu nehmen. Hört man mich im Livestream? Da kommen Reaktionen. Taking Shape. Mit der Vortragsreihe University Taking Shape gibt die UTN allen Interessierten die Möglichkeit, die Gründungsgeschichte der Universität ein Stück weit mitzuerleben. Auch in diesem Jahr beleuchten wir insgesamt 3 Vorträge und diese haben dann den Aufbau und die Entwicklung der TU Nürnberg aus unterschiedlichen Perspektiven im Fokus und wir laden Sie und euch herzlich dazu ein, teilzunehmen. Das ist jetzt Nummer 7 schon, richtig? Der 7., also 7, 8 und 9 in diesem Jahr. Wir treffen dabei immer auf verschiedene Persönlichkeiten, die beteiligt sind am Aufbau der Universität, entweder als Ideengeber, überlegen Sie mal, wer das sein könnte vom letzten Jahr, Verantwortliche im Hintergrund oder aber auch direkt und unmittelbar innerhalb der UTN. Es sind ziemlich genau ein Jahr her, ja, ich glaube, vor einem Jahr war ich selber hier im Josefs und habe damals vorgetragen. Wirklich, da waren wir insgesamt rund 60 Personen hier, aber vielleicht sind jetzt heute viel mehr im Livestream. Bei mir waren, glaube ich, weniger im Livestream. Also wissen wir gar nicht genau, wie viele das jetzt gerade alles erreicht. Und es wird ja aufgenommen und danach werden wir eine große Reichweite haben. Ich sprach damals darüber, was die neuen Ideen für Lehren und Lernen an der UTN sind. Mittlerweile sind dies nicht nur Ideen, ich gucke gerade mal an den ersten Department-Chair, sondern wir haben mit den ersten Studierenden im Studiengang AI und Robotics bereits die ersten Erfahrungen gesammelt. Das ist vielleicht auch mal wert, zuvor zu tragen, vielleicht in 2 Jahren, wenn wir mehr Erfahrungen haben. Wir sind mittlerweile 140 Mitarbeitende. Ich war damals Personal Nummer 24, also hat sich einiges getan. Und wir begrüßen wöchentlich neue Kolleginnen und Kollegen. Und im Oktober beginnen wir dann wirklich die zweite Kohorte des ersten Studiengangs. Neben der Ausrichtung der UTN auf künstliche Intelligenz, eben hier, wir haben Herrn Professor Burgert, Department Chair für Engineering, auch dabei, falls Sie in der Pause mit ihm sprechen wollen. Das geht natürlich nicht für Leute, die im Livestream sind. Es gibt immer also noch einen Benefit, hier hinzukommen. Wir haben ein neues Lerndesign, wir haben Digitalität und Nachhaltigkeit als Thema und heute das Thema auch Interdisziplinarität. Das sind ja wichtige Eckpfeiler der UTN, was wir in Forschung und in Lehre auch immer wieder finden. Und hier, das ist jetzt der Teaser, schließt sich die Verbindung zu unserem heutigen oder zu unserer heutigen Vortragende, denn sie spricht genau zu diesem Thema. University Taking Shape Nummer 7, Antike meets AI. KI, interdisziplinäre Forschung und Lehre an der UTN. Der Vortrag wird von Professor Dr. Giborg Ullmann gehalten, Gründungschair des Departments Liberal Arts and Sciences. Am 1. April 2023, liebe Giborg, hat Professor Dr. Giborg Ullmann ihre Stelle als Gründungschairs des Departments Liberal Arts and Sciences angetreten. Im Übrigen sagen wir gerne LIAS, ganz kurz abgekürzt. Sie ist zudem als Professorin für klassische Philologie mit Schwerpunkt auf Gräzistik an der UTN tätig und sie ist von der Freien Uni Berlin zu uns gewechselt. Ihre Forschung, ich hoffe, ich sage nichts falsch, Giborg, sonst musst du mich nachher nochmal korrigieren, fokussiert sich auf die antike Philosophie und Rhetorik sowie die antike und spätantike Bildungs- und Wissenschaftsgeschichte, die sie auch mit den Methoden der digitalen Geisteswissenschaften untersucht und digitale Geisteswissenschaften, für die ein bisschen mehr eintauchen wollen, Digital Humanities. Ich bin super beeindruckt, Giborg, von deiner langen Award- und Funktionsliste, die ist so lang, dass ich dich jetzt gar nicht hier alle aufzeigen kann. Also daher googeln Sie Giborg Ullmann. Stellvertretend aber hier möchte ich doch den Gottfried Wilhelm Leibniz-Preis erwähnen, der in der wissenschaftlichen Community absolut einer der höchstkarätigsten Preise ist. Und du hast ihn 2006 von der DFG, die Deutsche Forschungsgesellschaft, verliehen bekommen. Wahnsinn. Professor Giborg Ullmann baut als Gründungschair eben LIAS mit auf, also Geistes-, Sozial-,
Naturwissenschaften, Forschungs- und Lehrschwerpunkte, also beide Forschungsschwerpunkte als auch Lehrschwerpunkte an diesem neuen Department an der UTN, die mit den Ingenieurwissenschaften interdisziplinär aufgebaut sein wird. Also ich habe ja schon erste Ideen von dir gesehen und es lohnt sich, die Ideen weiter zu verfolgen. Bei ihrem Vortrag zeigt Viborg Uhlmann, was antike Philosophie und Rhetorik sowie antike und spätantike Bildungs- und Wissenschaftsgeschichte mit künstlicher Intelligenz, also KI, Data Science und Robotik verbindet. Liebe Leute, liebe Personen, liebe Kollegen und Kolleginnen, erfahrt mehr zu diesem interdisziplinären Ansatz der UTN heute hier von Viborg Uhlmann und welchen Mehrwert dieser für Studierende, Professorinnen und Professoren und wissenschaftliche Mitarbeitende hat. Ich begrüße also, liebe Viborg, danke dir, ich begrüße also eine herausragende Wissenschaftlerin, eine super tolle Kollegin. Ich bin so froh, dass du bei uns bist. Ich arbeite gern mit dir zusammen. Eine prägende Figur für die Entwicklung der Technischen Universität Nürnberg. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie ganz herzlich mit mir zusammen Professor Viborg Uhlmann. Was für eine nette Einführung. Ganz herzlichen Dank, liebe Isa. Sie sehen, wir haben nicht nur tolle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, sondern auch ganz tolle Kolleginnen und Kollegen hier. Wirklich ganz, ganz herzlichen Dank. Ja, ich freue mich sehr, dass ich die Möglichkeit habe, Ihnen allen ein paar Ideen und Perspektiven vorzustellen, was wir in der UTN so machen wollen und welche Möglichkeiten sich auch bieten mit diesem Konzept, was wir zugrunde legen. Und ich möchte jetzt einfach so ein paar Ideen mal in die Diskussion geben und freue mich natürlich auch, wenn wir hinterher dann nach dem Vortrag ein bisschen auch ins Diskutieren kommen dazu. Ja, ich fange mal mit dem Titel meines Vortrags an, Antike trifft KI. Passt das eigentlich überhaupt? Eine Gräzistin an einer technischen Universität oder einer technischen Universität, die einen Schwerpunkt auf KI hat. Nun, Johann Joachim Winckelmann hat im 18. Jahrhundert die Antike als eine Epoche, die bestimmt ist durch edle Einfalt und stille Größe beschrieben. Das kennen Sie sicher alle. Nun, heute haben wir eine andere Perspektive oder andere Perspektiven auf die Antike. Wir sehen, dass die klassische Antike keinesfalls eine Zeit des Stillstands oder der Einfachheit war. Sie hat ganz viele Innovationen und Traditionen des Denkens und der Wissenschaft begründet, in denen wir heute noch auf die eine oder andere Weise stehen. Selbst die Mustererkennung von künstlicher Intelligenz steht in gewisser Weise in antiken Traditionen. Aber darüber will ich heute gar nicht sprechen. Ich möchte Perspektiven vorstellen, in denen die Antike oder besser die klassische Philologie und die Geisteswissenschaften insgesamt einen Beitrag dazu leisten können, künstliche Intelligenz zu einem besseren Hilfsmittel für Menschen, für die Gesellschaft zu machen. Und meine These dazu lautet, KI bedeutet eine Renaissance der Philologien. Und ich verstehe hier unter Philologien eigentlich alles, was mit Texten zu tun hat, Sprachwissenschaft, Literaturwissenschaft, aber eben auch Philologie, aber auch die Wissenschaften, die sich mit anderen Medien beschäftigen, etwa die Kunstwissenschaft oder die Kulturwissenschaft. Ja, und diese These möchte ich jetzt im weiteren Verlauf meines Vortrags ein bisschen näher vorstellen. Und der Kernpunkt meines Vortrags ist, mein Ziel ist zu zeigen, dass Geisteswissenschaften, auch Sozialwissenschaften, in der Entwicklung von künstlicher Intelligenz selbst einen Beitrag leisten können. Ja, ich würde sogar sagen, müssen. Denn Geisteswissenschaftler sind die Experten für Sprache und Denken schlechthin. Bei generativer KI geht es ja um die eigenständige Herstellung neuer Inhalte in Text-, Bild- und Videoform. Wenn wir also Programme entwickeln, die Sprache verarbeiten, Strukturen und Methoden des Denkens oder Muster des Denkens nachahmen, dann sind eben Geisteswissenschaftler die Experten für diesen Job und sollten da auch involviert werden. Also mit der These möchte ich heute so ein bisschen arbeiten und ich möchte kurz darstellen, wie ich den Vortrag aufbauen möchte. Ich habe zwei Teile. Der erste, das sind die inhaltlichen Dinge, da versuche ich Ihnen so ein paar Perspektiven aufzumachen, was da alles möglich ist. Und das zweite ist, dass ich ein bisschen darstelle, was wir eigentlich an der UTN schon machen, welche Dinge wir schon aufgebaut haben oder gerade im Begriff sind aufzubauen. Ja, und der erste Teil, wo ich diese These
KI als Renaissance der Philologien und die wichtige Rolle der Geisteswissenschaften an einer Technischen Universität vorstellen möchte, habe ich in 4 Kapitel aufgeteilt. Und darin möchte ich zeigen, warum KI eine Renaissance der Philologie bedeutet. Der erste Teil ist im Umgang mit Medien überhaupt. In der Bildung, also da in der Schule, aber auch in der universitären Bildung, als Chance für die Antike, wobei ich diesen Teil, glaube ich, aus Zeitgründen ein bisschen kurz halten werde, und allgemein in dem Nachdenken über Erkennen, über Wissen und Meinung. Und schließlich in der Abwehr und Analyse manipulativer Emotionalisierung. Ja, der erste Teil ist der Bereich des kritischen Umgangs mit Texten und anderen Medien. Da bin ich natürlich als Philologin, freue mich, dass Kollege hier auch da ist, Kilian Fleischer, Papyrologe und ganz ausgezeichneter Philologe da ist, bin ich natürlich als Philologin hier in meinem Element, will nur einige der Kompetenzen, die Philologen haben, vorstellen. Und mein wichtiger Punkt dabei ist, dass das Kompetenzen sind, die weit über die Geisteswissenschaften hinaus in der Gesellschaft Anwendung finden und ich glaube auch noch mehr Anwendung finden müssen, als das bislang der Fall ist. Nun, Philologen sind kompetent im Umgang mit Texten und anderen Medien. Sie leiten zur Analyse, Kritik und Verstehen an. Und unter diesen einzelnen Praktiken, und da könnte man ganz viele nennen, konzentriere ich mich darauf auf 3 und möchte diese 3 Punkte mit den nächsten Folien ein bisschen ausführen. Und all das zeigt KI-Entwicklung und eben nicht nur die spätere Reflexion auf die möglichen Folgen, erfordert geisteswissenschaftliche und sozialwissenschaftliche Kompetenzen. Mein erster Punkt dabei ist die historische Kontextualisierung. Das ist Kerngeschäft von historischen Geisteswissenschaftlern überhaupt. Nun, ein historischer Kontext, damit ist gemeint die geschichtlichen Fakten und Zusammenhänge, die in Beziehung zu dem vorliegenden Medium, dem Text oder dem Bild stehen. Diese muss man bestimmen, diesen historischen Kontext, um den Inhalt eines jeden Textes oder anderes Mediums richtig verstehen, einordnen und kritisch bewerten zu können. Sei das jetzt ein Text, ein Medium aus dem 3. Jahrtausend vor Christus oder ein Text von heute. Es gilt für jeden Text schlechthin. Und ich möchte jetzt noch einen allgemeinen Aspekt hinzufügen, denn ganz allgemein gilt, Innovation gibt es nicht ohne Kenntnis der Geschichte, ohne eine Kenntnis des historischen Gewordenseins, dessen, was wir heute denken und tun. Meine These dazu ist, Innovation entsteht nicht schon aus einer Technologieoffenheit, sondern aus einer Konzeptoffenheit. Wenn wir verstehen, dass jede Aussage ihre historischen Kontext hat, also alles, was wir sagen und denken, dann wissen wir auch unser Denken ist bedingt durch diese Kontexte. Daher müssen wir die historisch bedingten Prämissen unseres eigenen Denkens immer wieder prüfen. Wir müssen immer auch Alternativen prüfen und diese findet man eben sehr gut auch in unserer eigenen Geschichte und natürlich auch in anderen Kulturen, in fremden Kulturen, in deren Tradition wir nicht stehen. Ein Beispiel sind verschiedene Theorien, verschiedene Konzeptualisierungen von Erkennen. Ich habe hier mal aus der Schule von Athen von Raphael, Platon und Aristoteles mitgebracht. Die symbolisieren 2 Möglichkeiten, wie man Erkennen, Erkennen theoretisch fassen kann. Also wirkliche Innovation entsteht nur aus einer maximalen konzeptionellen Offenheit. Und dafür muss man eben in die Geschichte schauen. Mein zweiter Punkt ist Kompetenzbereich Autorschaft, Authentizität und Echtheit. Das betrifft alle Fragen, die damit zu tun haben, wer ist eigentlich der Autor des Textes? Stammt der Text überhaupt von dem Autor, dem der Text zugeschrieben wird? Oder gibt es jemanden, der an diesem Text manipuliert hat, der den Text verändert hat? Oder ist der Text sogar eine absichtlich falsche Zuschreibung? Alle diese Fragen müssen wir immer wieder klären als Philologen. Und das sind, wie man ganz leicht sehen kann, Herausforderungen, vor denen wir ja heute ganz vielfach stehen. Plagiatanalyse ist das Stichwort dafür. Urheberrecht ist vielleicht ein anderes. Wer hat Rechte an dem Text? Wer gibt sich als Autor des Textes aus? Und wieder, KI, künstliche Intelligenz, macht hier das Problem noch dringender. Wie ist es denn zum Beispiel bei Sprachmodellen oder KI-generierten Videos mit der Urheberschaft?
wie ist es mit den Rechten an dem verwendeten Material? Das Bild zeigt ein Beispiel für eine Demonstration im Rahmen des 4 Monate dauernden Streiks der Schauspieler und Drehbuchautoren in Hollywood. Da ging es ja auch darum, dass sie sich dagegen gewehrt haben, dass auf der Basis ihrer kreativen Leistungen mit diesen Daten KI-generierte Filme, Drehbücher und so weiter produziert worden, ohne dass sie selbst daran Anteil bekommen. Der dritte Punkt ist, und das ist ein inhaltlich zentraler Punkt, ist die Frage, dass Textwissenschaftler, Philologen auch die Qualität der Argumente eines Textes prüfen und bewerten. Wie gut begründet sind eigentlich die Aussagen in dem Text? Das kann man logisch prüfen, Argumentationsanalysen durchführen. Man muss aber auch fragen, welches Ziel verfolgt eigentlich dieser Text? Was will der eigentlich bewirken? Wen will er überzeugen und wovon? Das heißt, hier geht es um eine rhetorische Qualitätsanalyse des Textes. Auch diese beiden Punkte sind heute genauso wichtig wie zu allen Zeiten. Welche Valenz hat eigentlich das, was gesagt wird? Wie rational wird argumentiert oder wird überhaupt rational argumentiert? Und ich werde das gleich nochmal in einem anderen Teil meines Vortrags etwas näher ausführen und argumentieren, dass auch hier künstliche Intelligenz die Dringlichkeit dieses Problems nur noch erhöht hat, eines ganz grundsätzlich vorhandenen Problems noch erhöht hat. Ich komme da gleich in meinem Kapitel zur Bildung zurück. So, bevor ich das aber tue, erlaube ich mir einen kurzen Seitenblick und wie gesagt, ich freue mich sehr, dass Kilian Fleischer da ist, der absolute Experte in diesem Gebiet ist und vielleicht noch gleich mit uns ins Gespräch kommen wird dazu. Das sind ganz coole neue Chancen, wie Computerwissenschaftler, künstliche Intelligenzwissenschaftler mit Geisteswissenschaftlern zusammenarbeiten können. Hier geht es um die Papyri, die bei Ausgrabungen in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts gefunden worden sind, in einer Villa, in einem kleinen Raum, in einer Villa in der Stadt Herculaneum bei Pompeji. Und diese Papyri von Herculaneum sind die einzige aus der Antike erhaltene zusammenhängende Sammlung von literarischen und philosophischen, epikureischen, vor allem epikureischen Schriftrollen. Und der Grund der Konservierung, Sie erahnen das schon oder wissen das auch aufgrund der Nähe zu Pompeji, der Grund dafür ist die Verschüttung der Stadt Herculaneum durch Lava und Asche im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Vesuvs im Jahr 79 nach Christus. Nun, was ist das Problem? Das Problem ist, dass wir ungefähr 600 verkohlte Papyrusrollen haben, die nicht entrollt werden können. Also wir können nicht mehr die ausrollen, so wie das eigentlich gedacht war. Wir wollen aber gerne wissen, was da drin steht. Und hier kommt jetzt die künstliche Intelligenz ins Spiel. Und das Stichwort dazu ist das virtuelle Entrollen. Also diese Rollen werden nicht tatsächlich praktisch entrollt, sondern virtuell. Und dazu gibt es verschiedene Schritte, die man unternehmen muss. Zunächst einmal muss man die Rolle scannen mit hoher Auflösung in Synchrotronen. Dann muss man die segmentieren, denn es sind ja verschiedene Schichten, die da umeinander gewickelt sind. Und man muss ja erstmal an das einzelne Textstück kommen. Und dann muss man diese segmentierten Teile auch noch platt machen. Man muss schauen, dass die in die Ebene projiziert werden können. Und schließlich muss man die Tinte auf diesen plattgemachten Papyrusstücken finden und unterscheiden von dem übrigen Hintergrund. Und dann, das ist natürlich das eigentliche Ziel, den Text lesbar zu machen und im besten Fall neue, interessante, wie ich hoffe, philosophische Texte dazu finden. Vielleicht auch nicht nur Epikur, vielleicht auch noch andere antike Philosophen. Das ist sozusagen die Herausforderung. Und das ist bereits gelungen. Ich nehme an, dass einige von Ihnen das auch schon verfolgt haben in der Presse in den letzten Monaten, dass zunächst einmal ein Wort identifiziert worden ist. Das sieht man hier oben, also das Wort Purpurfarben. Und jetzt schließlich auch noch eine gewisse Anzahl von Worten, die jetzt also
ungefähr 2000 Zeichen, die da identifiziert wurden, die man als zusammenhängenden Text hier auf der rechten Seite sieht. Und dass das gelungen ist, hat eine ganz spannende Geschichte, die viel über die Chancen interdisziplinärer Zusammenarbeit lehrt. Und ich hoffe, dass wir solche Chancen eben auch immer mehr nutzen hier an der UTN. Denn die Geschichte geht nämlich so, die Tech-Unternehmer Ned Freeman und Daniel Gross haben im März 2023 einen Wettbewerb ausgerufen, die sogenannte Vesuvius Challenge. Und sie forderten die ganze Welt dazu auf, die Forscher bei der Entschlüsselung der wiederhergestellten Textfragmente zu unterstützen. Wie gesagt, bereits im Herbst gab es dann den ersten Erfolg, dass ein Doktorand in Berlin und ein US-amerikanischer College-Student ein Wort entziffern konnten. Und die beiden haben sich dann zusammengeschlossen mit einem Robotik-Studenten aus Zürich. Nicht wahr, Wolfram? Also das ist die eigentliche Anwendung, für die ihr eigentlich eure Studierenden ausbildet. Und die haben jetzt zusammen, und der hatte auch schon mitgearbeitet bei der Segmentierung dieser Papyrus-Fragmente. Und nun dieses Trio schafft es also jetzt 2000 Zeichen dieser Papyrusrolle zu entziffern, also ungefähr 5%. Ungefähr 5% der Rolle. Also das ist ein enormer Textzuwachs durch diese Methode und die Hoffnung ist natürlich, dass da noch ganz viel mehr entsteht. Man sieht, also hier hat wirklich mal in optimaler Weise hier eine Zusammenarbeit stattgefunden, dass man sich wirklich mit den Kompetenzen zusammengetan hat. Das war mein Kapitel Philologische Kompetenzen. Jetzt komme ich zum nächsten Kapitel. Bildung und KI. Generative KI und der Umgang mit KI-generierten Texten, Bildern und Videos hat eben auch eine Bildungskomponente, die ich jetzt kurz vorstellen möchte. Nun, das Problem bei Programmen wie ChatGPT-4 oder auch Bild- und Videogeneratoren wie Sora ist, die performative Qualität der Texte stimmt nicht oder nicht notwendig mit ihrer tatsächlichen Qualität, ihrer inhaltlichen Qualität überein. Sie ist von ihr weitestgehend unabhängig. Ich habe das hier auf der Folie mal als Hochglanztexte formuliert. Und damit meine ich, dass die Texte aussehen, als hätten sie eine historische, eine faktische und eine argumentative Richtigkeit, die sie aber nicht notwendig haben, sondern die nur suggeriert wird durch die stilistische und Perfektion oder jedenfalls Qualität, die diese Texte und auch natürlich Videos und Bilder. So, was passiert dann jetzt also? Wir haben also eine performative Qualität und wir haben eine wirkliche Qualität. Und was kann passieren? Entweder es entsteht das Problem, dass zu viel Vertrauen in diese Texte investiert wird. Man denkt, die stimmen ja bestimmt, das sieht super aus, toll formuliert, das muss richtig sein. Die andere Schwierigkeit, die entstehen kann, ist, dass wenn man dann merkt, naja, so ganz stimmt das aber nicht. Da gibt es Faktenfehler, da gibt es vielleicht argumentative Schwächen, ist vielleicht auch zu abstrakt. Dann kann es umschlagen in ein komplettes Misstrauen, dass man gar keinem Text mehr vertraut. Dass man denkt, man weiß es nicht, vielleicht ist das auch KI generiert und da kann nicht die Substanz haben und die argumentative Qualität, die wir uns eigentlich von einem Text wünschen. Das heißt, es kann zu einer grundsätzlichen Vertrauenskrise in Texte, Bilder, Medien aller Art überhaupt führen. Das ist ein Thema, was von enormer gesellschaftlicher Sprengkraft ist. Und es ist aus meiner Sicht ganz wichtig, dass wir hier ansetzen und dass wir hier auch Mittel entwickeln dagegen und nicht einfach nur darunter leiden. Noch ein Beispiel, das Sie sicher kennen, letzten November ging das durch die Medien hindurch, ein Deepfake mit Kanzler Scholz, der in diesem Video angeblich ein AfD-Verbot ankündigt. Nicht sowas kann natürlich zu großen Verwirrungen führen und ist eine große Gefahr für die politische Kommunikation. Das heißt also, gedruckte, digitale Texte und Medien suggerieren Glaubwürdigkeit und Vertrauenswürdigkeit, die sie tatsächlich gar nicht haben oder nicht, jedenfalls notwendig aufgrund ihrer äußeren Gestalt verdienen. Also, was folgt daraus? Es gibt einen großen Bedarf, dass wir und natürlich auch unsere Kinder und Jugendlichen lernen, kompetent mit KI-generierten Texten und Bildern und überhaupt, das ist natürlich für mich ein ganz wichtiger Punkt, überhaupt mit allen Texten und anderen Medien umzugehen. Und hier sehe ich eine ganz große Chance, die aus dieser Herausforderung, die wir mit der KI haben, erwächst, dass generell das Bewusstsein wächst,
dass wir mehr Kompetenz im Umgang mit Texten und anderen Medien brauchen und eine größere kritische Fähigkeit, mit diesen Texten richtig umzugehen. Die drei wichtigen Punkte dazu haben wir eben schon bei dem Kompetenzüberblick gesehen. Ich möchte Sie hier jetzt mit den konkreten Techniken und Methoden zur Kompetenzvermittlung verknüpfen, weil ich glaube, es ist wichtig, dass man dem was entgegensetzt und nicht einfach nur diese Analyse vorstellt. Der erste Punkt ist die faktische Richtigkeit und Quellenprüfung. Nun, das ist etwas, was, glaube ich, jeder aus dem Geschichtsunterricht in der Schule noch kennt. Man geht mit Quellen um, man vergleicht Quellen, man prüft sie auf ihre Valenz, auf ihre Richtigkeit, aber auch auf die Frage, mit welcher Tendenz, mit welcher Absicht dieser Text geschrieben ist. Also ein wichtiger Teil des Geschichtsunterrichts. Nun, die Aufgabe ist es nun aus meiner Sicht, noch mehr zu zeigen, dass wenn wir das tun, wenn unsere Kinder so etwas lernen oder wir auch als Philologen das tun, hier eine ganz generelle Kompetenz aufgebaut wird, die weit über den kritischen Umgang mit irgendwelchen mittelalterlichen Quellen hinausgeht. Und hier würde ich gern auf etwas verweisen, was mich sehr beeindruckt hat in der letzten PISA-Studie. Gab es ja viele schlechte Nachrichten, aber auch die schlechte Nachricht, dass die instrumentelle Motivation der Jugendlichen, das waren 15-Jährige, die da getestet werden jeweils, gesunken ist, signifikant gesunken ist. Nun, was ist das, instrumentelle Motivation? Das heißt, dass die Schüler nicht mehr verstehen und nicht mehr akzeptieren, dass das, was sie lernen, Nutzen auch für andere Dinge hat. Beispielsweise mathematische Kompetenzen oder Umgang mit Texten. Und ich glaube, das ist ganz alarmierend. Die Schüler verstehen nicht mehr, wofür sie das brauchen, was sie lernen. Und ich glaube, hier könnte man ansetzen und sagen, ihr könnt sehen, KI-generierte Texte sind ein wichtiger Grund, um sich mit so etwas wie Quellen Begründungszusammenhänge auseinanderzusetzen. Nun stehen wir natürlich vor der zusätzlichen Herausforderung, dass KI-generierte Texte, oder es ist fast keine Programme, gibt KI-Programme gibt, die selbst Aussagen zu den Quellen der ausgegebenen Informationen machen. Das wäre ja sozusagen die Voraussetzung, dass man das kritisch prüfen kann. Dafür muss es noch mehr Zusammenarbeit zwischen Geisteswissenschaftlern und Informatikern geben, dass man hier Lösungen findet, zu einer transparenten künstlichen Intelligenz kommt. Denn, und hier sind auch aus meiner Sicht wieder die Philologen, die Philosophen, die Historiker, die sich mit diesen Methoden der kritischen Evaluierung von Texten, der kritischen Konstitution von Texten auseinandersetzen. Also erster Punkt, Quellenstudium. Nun, den Punkt überspringe ich leider, weil ich sonst in Zeitnot komme. Ich möchte aber nur ganz kurz darauf hinweisen, die Fähigkeit, kompetent Ereignisse einordnen zu können, wird immer wichtiger. Und Fehler dabei haben großen gesellschaftlichen Sprengstoff. Das ist jetzt ein Beispiel aus einer Debatte von antisemitischer Propaganda. Vielleicht können wir später in der Diskussion noch drauf kommen. Aber der wichtige Punkt ist, die Fähigkeit, historische Ereignisse und auch gegenwärtige Ereignisse sinnvoll und kompetent mit früheren Ereignissen in Verbindung zu bringen, ist ein wichtiger Bildungsauftrag. Dritter Punkt, wie kann man denn die argumentative Qualität von Texten zum einen prüfen und zum anderen auch verbessern? Und hier gibt es zwei Methoden und Sie ahnen es schon, sie sind auch in der Antike entwickelt worden, zwei Methoden, wie man das grundsätzlich machen kann. Da ist zum einen die Argumentationsanalyse. In der Antike heißt diese Disziplin Dialektik oder auch manchmal Logik. Geht es um die Prüfung der Argumente auf ihre logische Gültigkeit. Und dass auf der anderen Seite die Rhetorik, die Technik der Rhetorik, der Redekunst, als Technik der Analyse einer strategischen Kommunikation, die Texte haben. Ich stelle diese beiden Arten, ich stelle auf der nächsten Folie zwei Arten von Rhetorik, Möglichkeiten von Rhetorik kurz vor, die in der Antike entwickelt wurden. Und das ist mir ganz wichtig, weil hier eine Differenzierung wirklich Not tut, dass man darauf schaut, mit welcher Art von strategischer Kommunikation haben wir es eigentlich zu tun. Da ist mein erster Punkt,
Es wurde in der Antike, im 5. Jahrhundert vor Christus, eine Rhetorik der Manipulation entwickelt. Das waren die Sophisten im 5. Jahrhundert, solche Leute wie Gorgias von Leontinoi, die das Wort als ein Manipulationsinstrument entdeckt und eine Technik dazu entwickelt haben. Aber dabei ist es nicht geblieben, sondern es gab andere Theoretiker, Platon, dann Aristoteles, die gesagt haben, ja, so darf es nicht sein. Das Wort ist nicht ein Manipulationsinstrument oder sollte es nicht sein, sondern es geht darum, in der Rhetorik, in einer strategischen Kommunikation, das bestmögliche Argument, das überzeugendste Argument zu finden und in einer rationalen Argumentation darzustellen. Also die Rhetorik als Suche nach dem besten Argument ist auch eine Konzeption von Rhetorik, die in der Antike entwickelt wurde. Mir scheint, es hat kaum eine Zeit gegeben, in der es notwendiger war, sich mit diesen Techniken auseinanderzusetzen, die zu lernen, um mit problematischen Formen der Kommunikation, mit denen wir heute konfrontiert werden, umgehen zu können. Daher mein Plädoyer, die Omnipräsenz manipulativer Kommunikation erzwingt es, rhetorische Kompetenz aufzubauen in dieser Breite, wie ich sie gerade kurz angedeutet habe. Also eine aktuelle Dringlichkeit, sich mit diesen, auch mit Abwehrstrategien zu beschäftigen. Jetzt komme ich zu dem nächsten Bereich, die Bedeutung der Argumentationsqualität und der faktischen Richtigkeit von KI-generierten Texten und Bildern ist ein Thema für die Bildung, das haben wir gerade gesehen. Es ist aber auch ein Thema für die Entwicklung von künstlicher Intelligenz selbst. Denn wir wollen ja Datenkorpora haben, mit denen die KI-Programme trainiert werden, die im Kern demokratische Qualitätsmaßstäbe erfüllen, heißt, die rational argumentierend sind, die keine emotionalen, manipulativen oder diskriminierenden oder beleidigenden Texte enthalten. Wir wollen also keine Textkorpora, keine Datenkorpora, die Biases haben. Wir wollen außerdem KI-Programme, die ressourceneffizient als Hilfsmittel für Menschen eingesetzt werden können. Also Menschen bei verschiedenen Denkprozessen und Arbeitsprozessen zu unterstützen. Nun, wie kann das aber gelingen? Und ich glaube, auch hier liegen enorme Chancen für die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Disziplinbereichen. Was können Geisteswissenschaften und auch Sozialwissenschaften bei der Entwicklung von künstlicher Intelligenz und zum Beispiel von Large Language Models, also Sprachmodellen, großen Sprachmodellen, konkret beitragen? Ich möchte das in zwei Teile aufteilen. Der erste Bereich ist, sich überhaupt mit der Konstitution der Datenkorpora, mit denen die künstliche Intelligenz trainiert wird, auseinanderzusetzen. Und der zweite Bereich ist, sich konkrete Anwendungen zu überlegen, wie man auf der Basis von Sprachmodellen Tools entwickeln kann, die nützlich und hilfreich sind. Nun, der erste Teil, da geht es um die Herstellung und qualitative Verbesserung von Datensätzen. Und das kann geschehen durch die Entwicklung von Standards für die Auswahl der Datensätze. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man hier Rationalitätsstandards setzt. Das kann geschehen durch das Design von geeignetem didaktischem Material für Trainingszwecke. Denn es geht ja nicht nur darum, dass die Datenkorpora richtig sind, sondern auch, dass die Trainingsalgorithmen funktionieren und beobachtet werden. Und schließlich geht es auch um die Entwicklung von synthetischen Daten, also KI-generierte Datenkorpora. Da komme ich gleich noch kurz drauf zurück. Wenn es um die Anwendung geht, dann braucht man auch hier wiederum ganz konkrete Standards, Diskursivitätsstandards. Wann ist ein Text rational argumentierend und woran misst man das? Wir brauchen Studien, die die Analysefähigkeit der Modelle zeigen. Wie gut können die Modelle eigentlich das Reasoning, also wie können die eigentlich Schlussfolgerungen ziehen? Und es geht dann natürlich auch darum, diese Fähigkeiten durch Training mit konkreten Konzepten zu verbessern. Weitere Option, weiterer Teil ist, dass in diesem Chain of Thought Prompting, das haben Sie sicher alle schon mal gehört, auch Geisteswissenschaftler tätig sein können, dass wenn man mal ein fertiges und mit vernünftigen Daten trainiertes Modell hat, dann können solche Prompting-Reihen dazu führen, dass das System bessere und ausgewogenere Ergebnisse ausspuckt.
Und mein letzter Punkt dabei ist die Analyse von emotionalisierender Kommunikation. Und da ist auch wiederum der Abgleich mit demokratischen und ethischen Standards wichtig. Den Punkt möchte ich gleich nochmal gesondert herausheben. Also es sind diese großen Bereiche Datenqualität der Datenkorpora und die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten. Nun, zunächst einmal möchte ich hierzu, und das bezieht sich jetzt noch einmal auf die Frage der Datenqualität, eine Grundsatzfrage stellen. Und ich glaube, dass das wichtig ist, auch jetzt gerade in der Situation, wo es diesen Hype gegeben hat mit ChatGPT-4, das nochmal ganz grundsätzlich in Frage zu stellen. Also kann denn eigentlich ein rein datengetriebener Ansatz die beste Option für uns sein? Kommen wir damit wirklich zu den besten Ergebnissen oder zu besseren Ergebnissen, wenn wir immer mehr Daten und immer mehr Rechnerleistung aufbauen? Entspricht das überhaupt der Art und Weise, wie Menschen denken, wie menschliche Denkprozesse funktionieren? Oder vielleicht anders gesagt, bietet das menschliche Erkennen vielleicht Alternativen? Kann man vielleicht im menschlichen Erkennen, in der Analyse menschlicher Erkenntnisprozesse, Möglichkeiten finden, wie auch künstliche Intelligenz nach anderen Prinzipien funktioniert? Es gibt dazu bereits Ansätze, auch aus der von den kommerziellen Anbietern. Hier sehen Sie ein Paper, das von Microsoft im Herbst 2023 veröffentlicht wurde und das neue Wege gehen will in der Entwicklung von LLMs. Statt einer Erhöhung der Rechnerleistung und der Vergrößerung des Netzwerks wird hier die Qualität der Daten verbessert. Ein Weg dazu können synthetisierte Datenkorpora sein. Soweit ich sehe, sind die Ergebnisse dieser synthetisierten Korpora noch nicht gut genug. Die können noch nicht mithalten mit solchen Programmen wie ChatGPT-4. Aber vielleicht ist es auch einfach nur erforderlich, hier spezifischer zu arbeiten, also für spezifischere Anwendungen diese synthetisierten Daten einzusetzen. Und natürlich auch aus Gründen der Ressourcenschonung ist es meines Erachtens extrem wichtig, dass wir hier nochmal genauer hinschauen, ob wir wirklich diesen Weg des immer mehr, immer größere Datenmengen, immer mehr Rechnerleistung gehen wollen oder müssen. Also es gibt Anlass genug, noch einmal gründlich über das Denken überhaupt nachzudenken, mit historischem Wissen und Konzeptoffenheit. Und da gibt es natürlich ein so großes Spektrum an Traditionen und Konzeptualisierungen von Denken, Erkennen, Meinungen, Meinungsformen aus vielen Disziplinen, aus der Philosophiegeschichte, aus den Sozialwissenschaften, aus der systematischen Philosophie, aus den Neurowissenschaften. Und diese vielen Konzeptualisierungen könnte man benutzen, um die Grundlagen und Anwendungsherausforderungen in der Erforschung von künstlicher Intelligenz und der Entwicklung von künstlicher Intelligenz zu nutzen. Man könnte also neue Teams hier zusammenführen, neue Gedankenteams auch bilden, indem man wirklich noch einmal ganz, ganz anders an die Frage herangeht. Ein Beispiel habe ich angeführt wäre in der Altersforschung, wie kann künstliche Intelligenz in der Unterstützung älterer, dementer Menschen eingesetzt werden, wie kann die Demenzforschung überhaupt profitieren von künstlicher Intelligenz und auch zugleich von philosophischer Expertise. Oder ganz konkret die Entwicklung von Hörgeräten, die individuell die Prozesse im Gehirn mit steuern und verbessern. Und hier könnte man Traditionen der Aufmerksamkeitsforschung, aus der Rhetorikforschung, aus der Psychologie, aus den Literaturwissenschaften mit heranziehen, denn hier geht es um Aufmerksamkeit, wenn es um funktionale Hörgeräte geht. Also sehr, sehr konkrete Möglichkeiten ergeben sich da, wenn man mal einen Schritt zurückgeht und sagt, unser Denken ist historisch bedingt. Und es gibt andere Möglichkeiten, wie wir Erkennen konzeptualisieren können. Ich hatte ja schon angekündigt, ich wollte gerne das Thema der emotionalisierenden Manipulation noch einmal gesondert aufgreifen. Nun muss man unterscheiden zwischen emotional und emotionalisierend und auch verschiedenen Formen da. Denn erstmal muss man sich fragen, was ist eigentlich das Problem? Grundsätzlich ist es so, dass jede Rede, jede Kommunikationsform
dass zu jeder Kommunikationsform Emotionen dazugehören. Das ist als solches natürlich nicht problematisch. Problematisch sind aber solche emotionalen und emotionalisierenden Kommunikationsformen, die den rationalen Diskurs vermeiden oder ersetzen wollen oder außer Kraft setzen wollen. Die Kommunikation wird dann manipulativ, wenn die Emotion an die Stelle des Arguments tritt. Das ist ein wesentliches Charakteristikum meiner These nach für populistische Rede, dass sie antidiskursiv, antirationales und emotionalisierende Manipulation genau dafür benutzt, um so am richtigen Argument, am Argumentationsweg vorbei die eigene Position in Position zu bringen. Auch hier wiederum ist es so, dass soziale Medien und auch KI-Programme die Verbreitung solcher manipulativer Kommunikationsformen beschleunigen. Also das Problem ist nicht sozusagen KI-basiert, aber es wird verstärkt und beschleunigt durch KI-Methoden. Ich habe auf der Folie noch einmal die zwei verschiedene Begriffe gegenübergestellt, populistisch und populär. Ich glaube, das ist wichtig, dass der Unterschied wird oft nicht richtig gemacht. Populär ist eine Rede, die verständlich ist und die einen möglichst großen Anteil der Angesprochenen, der Bevölkerung erreicht. Eine populäre Rede, eine Rede ist dann populär, wenn sie klar und verständlich ist, wenn sie einen Sachverhalt mit Argumenten auf verständliche Weise darstellt und wenn sie sich auch mit Alternativen und anderen Argumenten auseinandersetzt und zugleich die diesen Gegenständen gegenüber angemessenen Gefühle zeigt und erweckt. Demgegenüber ist eine Rede dann populistisch, wenn sie sich nicht rational mit Argumenten auseinandersetzt, mit den eigenen und auch mit denen von anderen, und wenn sie Emotionen anstelle von Fakten und Argumenten setzt. Also wenn sie mit sprachlichen und bildlichen Mitteln der Situation nicht angemessene Emotionen schürt oder verstärkt. Wenn man dieser Analyse folgt, dann ergibt sich daraus wiederum, dass wir tatsächlich Mittel dagegen haben. Wir können nämlich die Fähigkeit, rational diskursiv zu argumentieren und auch Rede auf ihren rationalen Gehalt hin zu analysieren, verstärken. Wir können das lernen und auch anderen dabei helfen, das zu lernen. Ich habe leider keine Zeit, das Video abzuspielen, würde ich sonst machen. Das ist ein relativ berühmt gewordenes Rede von Donald Trump im Jahr 2017, wo er die Mainstream-Medien als Fake News Media diffamiert hat. Das hat er natürlich nicht nur einmal getan, das ist ja ein kontinuierlicher Diskurs, den wir bis heute hören von ihm. Aber hier hat er sie auf, sozusagen identifiziert mit Unehrlichkeit und Feindlichkeit dem amerikanischen Volk gegenüber schlechthin. Also ein gutes Beispiel für eine emotionalisierende, manipulative Rede. Ja, das waren meine Perspektiven und inhaltlichen Impulse für mögliche Formen der Zusammenarbeit zwischen Geistes-, Sozial- und Ingenieurwissenschaften, insbesondere in dem Bereich der künstlichen Intelligenz. Und ich finde, es gibt so viele Probleme und Herausforderungen, die mit diesen Expertisen auf neue Weise angegangen werden können. Und ich glaube, da bieten sich einfach viele Möglichkeiten und Chancen, wenn man das in der Weise umsetzt. Ich komme jetzt zum zweiten Teil und möchte so ein paar Umsetzungsideen oder auch schon umgesetzte Pläne vorstellen, wie wir an der UTN neue Formen der Interdisziplinarität ausprobieren. Ich möchte gerne nochmal zurückkommen dafür auf das Gründungskonzept der Technischen Universität Nürnberg. Gemäß diesem Gründungskonzept sind wir eine Modelluniversität für neue Formen der Interdisziplinarität, auch für neue Formen der Internationalität, der Digitalität und der Nachhaltigkeit. Das sind alles wichtige Grundsätze unserer Universität. Mir scheint, dass sich viele Dinge auch unter diesem Gesichtspunkt der Interdisziplinarität miteinander verknüpfen lassen. Beispielsweise die Digitalität und die Nachhaltigkeit, das sind meines Erachtens paradigmatische Themen für neue Formen der Interdisziplinarität. Aus meiner Sicht ist das, was ich hier mal als sach- und problemorientierte Interdisziplinarität beschrieben habe, der Kern des Ansatzes, den wir verfolgen wollen. Nämlich, dass wir
Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus den verschiedenen Fachgruppen zusammenführen wollen, um ein bestimmtes Sachthema, ein bestimmtes Problem gemeinsam mit der Vielheit ihrer Methoden, ihrer disziplinären Ansätze, ihrer Expertise gemeinsam zu lösen in Teams. Das sind moderne Formen der Interdisziplinarität, wo es nicht darum geht, dass der eine für den anderen irgendeinen Dienst erweist, irgendeine Serviceleistung oder wo man sozusagen am Wochenende sich ein bisschen mit der Kunstgeschichte beschäftigt, um dann eine Bereicherung zu haben für sein allgemeines Leben, sondern es geht ganz konkret darum, für die eigene Forschung die fachlich notwendige Expertise aus anderen Disziplinen hinzuzuholen. Im Konzept der UTN sind die Geist- und Sozialwissenschaften ein zentraler, ein integraler Teil. Das ist gar nicht selbstverständlich für eine technische Universität. Oft ist es so, dass die erst später hinzugekommen sind. Hier sind sie im Gründungskonzept gleich als integraler Bestandteil mit einbezogen. Und so als Faustregel kann man sagen, dass wir ungefähr 20% bei allen Aktivitäten, sei es in Forschung, Lehre oder Transfer, mit geisteswissenschaftlichen, mit geistes- und sozialwissenschaftlicher Beteiligung haben wollen. Also das heißt, überall da, wo geforscht, gelehrt und Wissen erweitert wird, sind Geist- und Sozialwissenschaften dabei. Im Konzept der UTN haben wir, Isa Jahnke hat es schon erwähnt, wir haben im Moment zwei Departments, das sind die großen organisatorischen Strukturen, in denen Wissenschaft bei uns, Forschung und Transfer bei uns stattfinden. Da sind die Professuren verortet, auf Dauer stabile Elemente. Wir haben quer dazu sogenannte Aktivitätsfelder, in denen wir für eine gewisse Zeit lang bestimmte Problemfelder, Forschungsgebiete gemeinsam erarbeiten mit Studiengängen, die aus Initiative von Professoren entwickelt werden und dann von der School of Students and Young Researchers, die Isa Jahnke verantwortet, organisiert werden. Und wir haben Forschungsinitiativen, die in diesen Aktivitätsfeldern stattfinden, Verbundforschung und auch Transferaktivitäten. Die sind alle departmentübergreifend und die sind sozusagen wie in einer Matrixstruktur quer zu den Departments. Die UTN hat gleich angefangen damit, künstliche Intelligenz als wichtigen Schwerpunkt zu setzen. Wolfram Burgert, den Isa Jahnke auch kurz vorgestellt hat, der sicher gleich wiederkommt, ist ja ein Experte für Robotik und künstliche Intelligenz und ist sozusagen der Erste, der das Department auch aufbaut mit diesem Schwerpunkt. Sie haben das sicher auch gesehen, der Ministerpräsident Söder hat diesen Schwerpunkt für die UTN ja nochmal hervorgehoben, dass das ein Alleinstellungsmerkmal für diese neue Modelluniversität sein soll und das unterstützen wir natürlich. Wir sehen aber zugleich auch, dass wir natürlich nicht ein einzelner Player sind, der einzige Akteur in diesem Feld, sondern wir vernetzen uns mit vielen anderen Akteuren, um diesen Schwerpunkt richtig ausgestalten zu können. Aber die Idee ist, dass in dieser kleinen Modelluniversität, die eben neue Formen der Zusammenarbeit ausprobiert, die künstliche Intelligenz ein ideales Betätigungsfeld ist, wo wir das umsetzen können. Ich hatte ja in dem ersten Teil schon ein paar Ideen dazu vorgestellt. Ein Problem von Interdisziplinarität ist ja, dass jeder, oft wird gesagt, über seine Komfortzone hinausgehen muss, also einen Schritt auf die anderen zugehen muss. Das gilt für alle Disziplinenbereiche in den Ingenieurwissenschaften, wie in der Natur- und auch Geistsozialwissenschaften. Was wir anstreben, ist, dass wir Ingenieure, exzellente Ingenieure ausbilden, die fachlich exzellent sind, die aber über ihre fachspezifische Qualifizierung hinaus noch zusätzliche Kompetenzen haben. Also nicht ein halber Informatiker, der auch ein bisschen Sprache kann, sondern ein wirklich guter, exzellenter Informatiker, der außerdem noch versteht, wie seine Forschungen in der Gesellschaft, in die Gesellschaft hineinwirken, welche Herausforderungen und Risiken es da gibt und der auch dazu in der Lage ist, mit Geist- und Sozialwissenschaftlern zusammenzuarbeiten. In den Naturwissenschaften sehen wir, Entschuldigung, natürlich nicht nur wir,
dass es fließende Übergänge gibt, immer mehr zwischen Grundlagenforschung und Anwendung, also zwischen dem, was Naturwissenschaften und Ingenieurwissenschaften ist. Und auch hier, glaube ich, ist es wichtig, dass man keine traditionellen Barrieren aufrechterhält, nur weil es die mal gegeben hat, sondern dass man hier einfach problemorientiert arbeitet. Und das wollen wir auch in den Naturwissenschaften umsetzen. Wir wollen aber auch die Geist- und Sozialwissenschaftlerinnen und Wissenschaftler einladen, neue Formen ihrer eigenen Wissenschaft auszuprobieren, denn auch für einen Geistwissenschaftler ist es nicht selbstverständlich, mit Ingenieuren zusammenzuarbeiten. Da muss man erstmal eine gemeinsame Sprache finden und man muss auch diesen Fokus darauf, dass man die gesellschaftliche Verantwortung, die Wissenschaft hat, wahrnimmt, mit dem eigenen Fach zusammenführen. Und ich glaube, da gibt es auch viele Initiativen und wir wollen das gerne unterstützen und fördern. Die Perspektiven, die wir bisher entwickelt haben, bewegen sich vor allem in diesem großen Aktivitätsfeld Intelligenzforschung, das ich heute ja schon so ein bisschen impulsartig eingeführt habe. Und wir wollen gerne hier Brücken schlagen zwischen Philosophie, Psychologie und Informatik insbesondere und affinen Forschungsbereichen, Disziplinenbereichen. Ein Masterstudiengang, der zweite nach dem Studiengang KI und Robotik, den Wolfgang Burgert verantwortet, wird der Studiengang Human and Artificial Intelligence sein. Das ist ein departmentübergreifend angelegter Studiengang, der danach strebt, eine neue Art von Ingenieuren auszubilden, die dazu in der Lage sind, verantwortungsbewusste, verantwortliche künstliche Intelligenz zu entwickeln. Wir wollen auch Synergien zwischen den Forschungsaktivitäten und den Lehraktivitäten entfalten. Das ergibt sich auch daraus, wenn wir in einem Aktivitätsfeld Studiengänge entwickeln oder andere Lehr- und Lernaktivitäten, dann verknüpfen die sich, wie wir hoffen, auf ganz natürliche Weise auch mit den Forschungen. Wir haben auch in dem Lehr-Lern-Konzept, was Isa Jahnke entwickelt hat, tolle Ideen dazu, wie man die Forschung und Forschungsarbeit auch in die Studiengänge integrieren kann. Perspektiven der künstlichen und der Intelligenzforschung oder Intelligenzforschung überhaupt bewegen sich zum Beispiel in den Bereichen, von denen ich auch schon einiges vorgestellt habe. Rationalitätsstandards wäre ein Bereich, ein anderer Emotionsforschung und Kommunikationsforschung und ein dritter Forschung über das Erkennen und Lernen überhaupt. Wundern Sie sich nicht über das Bild, die Wiese. Der Gedanke dahinter ist, dass wenn wir als Menschen lernen wollen, was eine Wiese ist, dann müssen wir nicht jeden einzelnen Grashalm betrachten und unterscheiden, sondern wir verstehen, was eine Wiese ist, wenn wir auf die Wiese schauen und die feststellen, da wächst Gras. Und wenn wir wissen wollen, was ein Stuhl ist, müssen wir auch nicht hunderttausende verschiedener Stühle uns ansehen und wissen dann irgendwann auch, dass das nächste Exemplar auch ein Stuhl ist, sondern wir lernen nach Funktionen. Wenn etwas ein Gegenstand ist, auf den man sich setzen kann und den man an einen Tisch schieben kann, dann wissen wir, dass das ein Stuhl ist. Also das Lernen nach Funktionen ist so eine Möglichkeit, wie maschinelles Lernen und menschliches Lernen miteinander interagieren können. Als technische Universität ist ein großer Schwerpunkt bei uns auch der Transfer von Wissenschaft. Und ich verstehe Transfer ganz bewusst als einen reziproken Prozess des Wissensaustausches zwischen verschiedenen Akteuren, zwischen verschiedenen gesellschaftlichen Akteuren, zwischen Wissenschaft, Schule, Erwachsenenbildung, natürlich der Wirtschaft, größeren, kleineren Unternehmen, Start-ups, Kultureinrichtungen und anderen gesellschaftlichen Akteuren. Hier gibt es natürlich viele, in diesem großen Feld des Transfers in diese verschiedenen Bereiche der Gesellschaft hinein, gibt es viele Optionen. Ich habe einige Beispiele hier mal ausgesucht. KI-Forschung in der Bildung ist eine Möglichkeit, beispielsweise Arbeitsmaterialien erstellen und unterstützen lassen für Lehrerfortbildungen oder künstliche Intelligenz als eine Chance für den Sprachenunterricht. Genauso gibt es natürlich enorm viele Möglichkeiten der Anwendung von künstlicher Intelligenz in der Zusammenarbeit mit Unternehmen. Und ich möchte ein Beispiel rausgreifen, die Umsetzung des Lieferkettengesetzes, das ja vielen Unternehmen so viel Schwierigkeiten macht im Moment. Und hier kommt ein Bereich ins Spiel, den ich bisher
nur am Rande erwähnt habe, natürlich der wichtige Bereich von ethischen Standards, die wir mit der künstlichen Intelligenz einsetzen und umsetzen wollen und müssen. Und hier könnte es eben auch Formen der Zusammenarbeit geben, wenn künstliche Intelligenz eingesetzt wird für die Bewachung und Analyse von Lieferketten, für die Mustererkennung, dass Unternehmen unterstützt werden darin, ihre Lieferketten transparenter und verantwortungsbewusster zu gestalten, das Risiko besser zu bewerten von Lieferanten und Zulieferern, potenzielle Risiken im Zusammenhang mit Menschenrechtsverletzungen, Umweltverschmutzung und was auch immer. Also hier gibt es ein großes Feld, wo man wirklich die verschiedenen Expertisen sehr gut miteinander verbinden könnte. Ein Bereich ist auch die Anwendung von KI in der Verwaltung. Eine Möglichkeit ist, dass man in der Universitätsverwaltung anfängt und sich überlegt, welche Prozesse können wir denn da eigentlich durch künstliche Intelligenz vereinfachen und verbessern. Daraus könnten auch Startups entstehen. Das ist natürlich auch etwas, was wir gerne wollen, dass sozusagen aus der Wissenschaft heraus Innovationen entstehen, etwa in der Form von Startups. Also es sind nur einige der Möglichkeiten. Mir ist es wichtig, dass man den Transferbegriff nicht einschränkt auf die Zusammenarbeit mit Unternehmen, sondern dass man ganz viele Akteure hier miteinander ins Gespräch bringt und das als einen wechselseitigen Austauschprozess versteht. Den Studiengang Human Artificial Intelligence hatte ich schon erwähnt. Das Ziel ist die Ausbildung von Spezialisten im Bereich verantwortungsbewusste künstliche Intelligenz. Wir wollen Studierende, die mit Bachelorabschlüssen in der Philosophie, in der Psychologie und Informatik oder verwandten Studiengängen kommen, weiterführen, weiter ausbilden, damit sie Spezialisten für künstliche Intelligenz im Bereich der Informatik, im Bereich der Psychologie und der Philosophie werden und jeweils ein Grundwissen und Methodenwissen aus den beiden anderen Disziplinen mit ihrem Fachwissen verbinden können. Geht es darum, dass man Verständnis für die Methoden und die Grundlagen der anderen Fächer schafft und zugleich die Fachkompetenz, die im Bachelor angelegt wurde, weiterzuentwickeln, dass wir wirklich hervorragende Psychologen, Philosophen und Informatiker dann ausbilden können damit. Mit dem Ziel einer neuen Art von Ingenieuren, einer neuen Art auch von Sozial- und Geisteswissenschaftlern, die eben auch ein Grundwissen, ein technologisches Grundwissen haben. Ja, und zum Schluss möchte ich gerne noch auf mögliche Synergien mit anderen Themen, die im Raum stehen, die Möglichkeiten sind, erwähnen. Wir können unsere Forschung an der künstlichen Intelligenz auch in ganz anderen Bereichen verwirklichen und einsetzen. Ein Bereich wäre Kommunikation und soziale Medien. Dazu habe ich ja schon einiges gesagt. Das liegt mir sehr am Herzen. Emotionsforschung und Fake News Analysen etwa, aber auch wichtiger Bereich der Antisemitismusprävention. Gerade hier in Nürnberg, glaube ich, ist das ein wichtiges Thema, wo man auch ein Signal senden könnte, dass hier mit Unterstützung von künstlichen Intelligenzanwendungen neue Formen der Analyse und Prävention entwickelt werden, im Bildungsbereich, aber auch in der allgemeinen gesellschaftlichen Kommunikation. Kommunikationstechnologie hatte ich schon erwähnt. Wir arbeiten zusammen mit dem Fraunhofer-Institut IES. Und hier gibt es viele Optionen, dass wir wirklich ganz konkret in der Kommunikationstechnologie gemeinsam etwas entwickeln wollen. Anderer Bereich ist die Nachhaltigkeitsforschung. Viel wird ja gesprochen über Städte der Zukunft, Schwammstadt Nürnberg beispielsweise. Und ich bin davon überzeugt, so etwas ist nicht nur ein Ingenieursunternehmen, sondern ich glaube, da spielen ganz viele Dinge mit hinein, dass man sich Gedanken macht darüber, was wollen wir eigentlich, wie sind Städte eigentlich lebenswert? Wie wollen wir öffentliche und private Räume definieren? Wie wollen wir überhaupt das Zusammenleben organisieren? Dazu braucht es Gesellschaftswissenschaftler und auch Geisteswissenschaftler, die das gemeinsam mit den Ingenieuren entwickeln. Anderer Bereich, Green IT, ich hatte schon gesagt, es kann nicht sein, dass wir immer mehr Daten verarbeiten, immer mehr Energie verbrauchen. Da braucht es auch ein ausgewogenes Konzept, das ressourcenschonend ist. In diesem Bereich Nachhaltigkeitsforschung natürlich dann gut angelegt ist. Dritter Bereich, gesellschaftliche Transformation. Wir leben in einer Zeit, in der die Gesellschaft vor ganz großen Herausforderungen aufgrund der Umbauprozesse hin zu einer nachhaltigeren Gesellschaft steht. Diese Transformationsprozesse, auch die Entscheidungsprozesse,
besser zu kommunizieren, sie besser zu machen und sie besser zu kommunizieren und auch alle mitzunehmen in diesen Transformationsprozess ist eine enorm große Aufgabe, die man durch viele Expertisen und Kompetenzen unterstützen kann. Ein Beispiel aus den historischen Geisteswissenschaften ist die geschichtswissenschaftliche Transformationsforschung. Es gibt ganz tolle Forschungen dazu, wie in früheren Epochen Transformationsprozesse gestaltet sind, wie sie gescheitert sind, wie sie gelungen sind. Und hier liegt ein enormes Potenzial, dass man daraus Lehren auch für die Gegenwart ziehen kann. Nun, also das Ziel bleibt auch bei all diesen Themen, dass ingenieurwissenschaftliche Leistungen mit gesellschaftlicher Verantwortung und mit besten Ergebnissen durch die Zusammenarbeit mit Philosophen, mit Psychologen, mit Historikern, mit anderen Geist- und Sozialwissenschaftlern entwickelt werden und neue Wege für die Wissenschaft mit gesellschaftlicher Verantwortung eröffnen. Ja, damit bin ich schon am Ende. Ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Kommen und dafür, dass Sie zugehört haben und freue mich auf die Gespräche und Diskussionen mit Ihnen. Dankeschön. Dafür. Mein Name ist Peter Diehl, ich leite die Kommunikation. Ich darf an der Stelle sagen, es ist auch für mich eine große Freude, mit dir zusammenzuarbeiten und ein großer Luxus für einen Kommunikationsverantwortlichen auch, nur zwei Büros oder Flächen weitergehen zu müssen, um zwei Leibniz-Preisträger nebeneinander zu haben, um die zu fragen, ob sie auch an gemeinsamer Diskussion oder Diskussionsabenden teilnehmen. Bevor wir Sie gerne noch auf einen kleinen Snack einladen, sind wir aber noch nicht am Ende des Abends, denn wir würden auch gerne mit Ihnen ins Gespräch kommen. Insofern freuen wir uns auf Fragen, die sich gerne an Georg Uhlmann richten können, aber gerne natürlich auch an Isa Jahnke, die Vizepräsidentin, oder an Wolfram Burkhardt, den Chair für des Departments Engineering. Insofern bitte ich gerne um Handzeichen, wer die erste Frage stellen möchte. Und das ist der Kollege aus der Technik, okay. Okay, dann mache ich einfach weiter und schaue in die Runde, sehe aber noch niemanden, doch, der sich auch. Völlig erschlagen. Danke, ich fange mal an. Vielen Dank für den wunderbaren Vortrag. Ganz vieles, was ich richtig toll finde. Eine kleine Sache hat mich noch so, da blieb ich so ein bisschen hängen, als Sie gesagt haben, dass man gerne biasfreie Datensätze haben möchte. Kann ich, glaube ich, irgendwie nachvollziehen, klingt auch gut, nicht möglichst keine diskriminierenden Daten-Biases da drin haben, aber es ist vielleicht eben auch eine Illusion, dass man das irgendwie hinkriegt. Jede Sammlung hat ihre Selektionskriterien, jede Sammlung ist auch, wie Sie gesagt haben, historisch bedingt. Da würde mich noch ein bisschen interessieren, ob Sie da noch Gedanken dazu haben, wie man das denn machen könnte und wenn es eben ein Ideal ist, was man nicht erreicht, was dann? Vielleicht sowas, was Sie auch auf den Folien hatten, Prämissen identifizieren, die klar offenlegen, würde das so in die Richtung gehen? Ja, vielen herzlichen Dank für die ganz wichtige Frage. Da haben Sie natürlich recht. Also jeder Text und jedes Korpus an Daten hat immer eine bestimmte Ausrichtung und eine bestimmte Selektionskriterien. Aber ich glaube, was wir erreichen wollen, ist, dass Grundstandards einer rationalen Kommunikation, wie wir sie in einer demokratischen Gesellschaft umsetzen wollen, dass die eingehalten werden. Das ist eine niedrigere Forderung als frei sein von Biases, da haben Sie völlig recht. Das wird auch unser Ziel sein, aber das werden wir nicht erreichen können. Aber wenn man sich darauf verständigt, dass wir uns mit rationalen Argumenten austauschen und dass wir das auch zur Grundlage machen für die Auswahl von Meinungskorpora zum Beispiel, dann ist das, glaube ich, ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Ich glaube, es gibt Teile der Kommunikation in den sozialen Medien, die dafür nicht geeignet wären und wo man eben Analyseinstrumente entwickeln könnte, die strukturell so etwas auffinden. Ich bin davon überzeugt, man kann strukturell emotionale und rein emotional antidiskursive Aussagen und Texte unterscheiden von solchen, die argumentieren, die sich auf etwas berufen. Und das wäre so ein Standard, den ich entwickeln würde, wo ich sagen würde, das ist etwas, worauf wir uns verständigen können. Denn es geht natürlich auch darum, dass man auch einen gesellschaftlichen Konsens findet, dass nicht einzelne Gruppen sich gegeneinander wenden oder
dass man einzelne Gruppen gegeneinander ausspielt. Es geht mir auch gar nicht um eine politische, ganz konkrete politische Meinung, sondern es geht um Aushandlungsstandards, eigentlich, wie wir uns austauschen wollen. Und ich finde, da hat die Wissenschaft eine große Verantwortung, das auch zu kommunizieren, dass das sozusagen ein ganz genereller Standard ist, mit dem wir, unter dem wir nicht oder hinter dem wir nicht zurückgehen können. Vielen Dank. Ich gucke weiter in die Runde. Und ja, da sah ich doch Ihre Hand. Ich bin noch nicht ganz sicher, wie ich die Frage formulieren soll. Erstmal vielen Dank. Unglaublich viele einzelne Ideen und Gedanken und tolle, wichtige Themen. Und auch ein großartiger Grundgedanke, der mir total aus dem Herzen spricht selber. Gleichzeitig fast so viel, dass man sich total auch überschwemmt fühlt. Und meine Frage ist, so in dieser Darstellung hat es auch was Eklektisches. Es ist einfach unglaublich vieles an einzelnen Dingen. Und ich frage mich, haben wir irgendwie so etwas wie ein Big Picture, eine Art Gesamtlandschaft von Themen mit einer strukturellen Idee, die vielleicht auch hilft zu priorisieren, womit fängt man an, was baut aufeinander auf, was ist im Moment das Dringendste oder auch Wichtigste, das sozusagen mehr aus so einem Portfolio-Gedanken herauskommt, als einfach nur sozusagen alles, was ich mir einfällt, schmeiße ich jetzt mal erstmal in den Ring. Ja, ich kann das jetzt mit Blick auf die UTN, die Entwicklung der UTN sagen. Also ich glaube, es ganz sicher braucht es eine Vision, wohin man gemeinsam gehen möchte. Wir sind ja eine neu gegründete, noch ganz junge Universität, die gerade dabei ist, ihre Schwerpunkte auszubilden. Wir werden, wenn wir sozusagen fertig sind oder die Aufbauphase hinter uns gelassen haben, irgendwann so ungefähr 200 Professoren, Professorinnen haben und 6.000 Studierende. Das ist sozusagen die Zielgröße, auf die wir zulaufen. Das heißt, es ist keine riesige Universität. Das bedeutet zugleich, dass wir nicht das gesamte Spektrum Geistes-, Sozial-, Ingenieur- und oder naturwissenschaftlicher Themen werden abdecken können, sondern wir müssen auswählen. Und da finde ich, hilft dieses Konzept der Aktivitätsfelder sehr. Da geht es ja um zeitlich befristete Forschungsthemen, die in dem Moment, in dem sie gegründet werden, allgemeine gesellschaftliche Relevanz haben, wirklich einen Unterschied machen können für die Gesellschaft. Und auch da, glaube ich, kann man nicht den Anspruch haben, wirklich alles zu machen, was jetzt gesellschaftliche Relevanz hat, sondern muss man auswählen. Und da hängt es natürlich auch schon von den Kolleginnen und Kollegen, von denen, die mithelfen beim Aufbau dieser Universität ab, in welche Richtung das Ganze geht. Aber ich glaube, wir müssen uns auf Grundsätze verständigen, was wir überhaupt erreichen wollen. Und da ist sozusagen dieser Gedanke einer sachorientierten Interdisziplinarität schon da ziemlich viel. Man sagt, das möchte ich wirklich machen. Ich möchte nicht nur Exzellenz in den einzelnen Bereichen haben, sondern ich möchte Menschen haben, die bereit sind dazu, um eben besser forschen zu können, um besser ihre Arbeit erledigen zu können, mit anderen aus ganz verschiedenen Disziplinen und Methoden zusammenzuarbeiten. Und dann muss man schauen, welche Themen haben denn jetzt sozusagen die größte, nicht nur Dringlichkeit, sondern auch die größte Chance, dass man wirklich etwas Neues umsetzen kann. Und auf der Suche nach diesen Themen sind wir. Ich glaube, da gibt es eine ganze Reihe von guten Kandidaten, ausgehend von den Geist-Sozialwissenschaften, aber auch ausgehend von den Ingenieurwissenschaften, dass man sich überlegt, wo können wir denn wirklich einen Unterschied machen. Für mich sind das solche Themen wie ganz sicher wie Nachhaltigkeit. Ich glaube, da kann es gar nicht genug Akteure geben, die hier versuchen, sozusagen Impulse zu setzen. Mehr ist es ja nicht. Wir sind ja nicht allein auf der Karte der wissenschaftlichen Institutionen, der Universitäten und der wissenschaftlichen Akteure. Und auch wir sind auch in Nürnberg zum Glück nicht allein, sondern es gibt ganz viele Kooperationspartner, mit denen man sich auch vernetzen und zusammentun kann. Technische Hochschule hier in Nürnberg, aber natürlich auch die FAU als Nachbaruniversität und viele andere bayerische, deutsche, internationale Universitäten und Partner. Und mit denen wollen wir zusammenarbeiten, um so ein Profil dann auszubilden, aber nicht als etwas Festes, was ein für alle Mal dann da besteht, sondern wo man sagen kann, na gut, nach 15 Jahren, es kann sein, dass das Thema jetzt nicht mehr einfach nicht mehr dynamisch ist. Dass man in andere Bereiche gehen muss, dass man die Schwerpunkte verschieben muss, dass man neue Ideen entwickeln muss. Und diese Flexibilität haben wir aufgrund des Konzeptes. Und das finde ich auch das Großartige daran, dass man wirklich dynamisch und agil miteinander arbeiten kann.
Vielen Dank. Ich gucke noch mal weiter in die Runde, sehe aber gerade keine weiteren Fragen. Doch. Ja, ich war zu spät, also Entschuldigung dafür. Sie haben ja die Interdisziplinarität angesprochen und auch den Austausch. Gibt es dann, also das ist sicherlich ein Konzept, ja, das in Austausch kommen mit Menschen aus der Öffentlichkeit. Gibt es denn schon bei der aktuellen Größe so Projekte, wo Wirtschaft, Start-ups oder Vereine oder Städte mit der UTN in Kontakt kommen und sich austauschen auf dieser Ebene? Also es gibt schon Forschungskooperationen. Also Isa Jahnke hat schon ein schönes BMBF-Projekt mit Kollegen, mit anderen Kollegen, auch von der FAU, aber von anderen Akteuren. Von Burgert ist natürlich auch in vielen, vielen Netzwerken drin. Ich selbst bin auch in vielen Forschungsprojekten involviert. Und wir wollen auch selbst als UTN Verbundforschung initiieren. Wir wollen auch mit Akteuren hier in Nürnberg zusammenarbeiten. Ich bin zum Beispiel gerade dabei, Schulkooperationen aufzubauen, also Kooperationen, wo wir für die Schulen Veranstaltungen anbieten. Wir haben schon erste Testballons gemacht, zum Beispiel mit dem Dürer-Gymnasium, wollen das weiter ausbauen, auch sozusagen, so wenn es nach mir geht, auch über die Gymnasien hinaus, auch in die Real- und Mittelschulen hinein. Ich glaube, da gibt es viel Interesse und auch Bedarf, dass man Bildungserlebnisse schafft, indem man andere Akteure in den Bildungsalltag hineinbringt. Da würde ich mich gerne engagieren. Es gibt viele Initiativen mit Firmen, hier in Nürnberg zusammenzuarbeiten. Nürnberg ist ja nun mal sehr stark in der Industrie. Wir sind in der Ulmenstraße in unserer sozusagen Zwischenunterkunft, in der wir gerade sind, bis unser Campus gebaut ist, umgeben von Siemens, MAN, anderen großen Akteuren. Also da gibt es viele Ideen, da zusammenzuarbeiten. Wir haben eine über unseren Vizepräsidenten für Forschung, den Alexander Martin, eine stabile Achse zum Fraunhofer Institut IES. Auch da beginnen schon Kooperationen. Ich habe auch ein Projekt sozusagen, wo wir nachdenken darüber, wie wir im Bereich der Kommunikation, der Fake News Analyse zusammenarbeiten können. Also alle diese Initiativen gibt es. Aber so ein paar Jahre muss man sich natürlich schon Zeit geben, um dann größere Dinge zu entwickeln. Also mein Ziel ist es, dass wir auf jeden Fall in 5 Jahren den ersten SFB-Antrag auf die Beine bringen. Natürlich auch mit anderen Akteuren. Da gibt es ja viel auch in der Region Nürnberg. Ich glaube, so beginnt es, dass man sich vernetzt, zu vernetzen beginnt und erstmal natürlich auch selbst in den Departments und in der UTN insgesamt konstituiert und schaut, wie kann man bestmöglich zusammenarbeiten. Vielen Dank. Und du hast gerade SFB abgekürzt. Ich weiß nicht, ob das für alle ein Begriff ist. Sonderforschungsbereich. Großes Verbundförderformat der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Für uns als Geisteswissenschaftler ist das immer sozusagen also neben den Exzellenzclustern so der Premium-Bereich der Verbundforschung, Sonderforschungsbereich, daher SFB. Vielen Dank. Gibt es weitere Fragen? Gerne. Ich weiß nicht, ob die zu fordern ist für Ihren Fachbereich. Wir haben ja über generative künstliche Intelligenz gesprochen, Large Language Models. Gibt es da irgendwie einen Ansatz aktuell aus der Wissenschaft, wie man mit der schnellen Entwicklung, die großen amerikanischen Konzerne machen, da mitzuhalten? Weil, also ich bin im Unternehmen, man nutzt das und dann flanscht man sich an die Modelle irgendwie dran und dann spielt man ein bisschen Shit in, Shit out und so. Aber da frage ich mich wirklich, wie kommt man da, also man hat ja die Rechenleistung gar nicht in Europa so ungefähr. Und deswegen ist es ja auch vielleicht gut, ja, jetzt wo alle nur auf generative KI setzen und glauben, das ist die einzige Lösung für alles und dann kommt vielleicht wieder viel Shit out, auch andere Dinge zu tun. Aber wie glaubt man da irgendwie Schritt halten zu können in der Wissenschaft mit diesen Entwicklungen? Das ist eine gute und große Frage, die ich eigentlich weitergeben müsste an Wolfram Burgert, der vielleicht jetzt keine Lust dazu hat, aber ich könnte es auch versuchen zu beantworten, was die Infrastruktur angeht. Es ist natürlich klar, die Kräfteverhältnisse sind da sehr ungleich. Also Meta steckt jedes Jahr einen zweistelligen Milliardenbereich in die Entwicklung von künstlicher Intelligenz. Da wird keine öffentliche Institution mithalten können, aber man kann vielleicht doch in konkreten Bereichen was tun. Wolfram, vielleicht möchtest du was ergänzen. Ja, das ist ein berechtigter Einwand und auch eine große Sorge. Glücklicherweise leben wir ja hier im Freistaat und der Staatsminister Blume hat ja vor mehreren Wochen angekündigt, dass sie eigentlich ein eigenes Modell lernen wollen hier in Bayern
Und wir hatten letzte Woche ein Gespräch mit ihm. Er ist da sehr, sehr überzeugt davon, dass er das auf die Beine stellen kann und so eine Initiative. Und wenn uns das gelingt, das tatsächlich zu machen, dann wäre das auch eine Möglichkeit, eben halt auch transparenter zu werden und eben halt auch mehr Zugang zu erlauben und natürlich auch Adaptierungen zu machen hinsichtlich unserer Bedürfnisse und natürlich auch Daten zu benutzen, die mehr unseren Standards entsprechen, als das im Moment der Fall ist. Also es gibt ja auch soziale Standards, es gibt andere Ansichten darüber, was jetzt als Hate Speech gilt und was nicht. Und sowas kann man eben halt alles dann tatsächlich in so einem Modell unterbringen. Deswegen, ich finde, das ist eine sehr gute Initiative. Ich glaube, heute kam eine Meldung, dass die Niederlande auch sowas probieren, allerdings deutlich kleiner als der Freistaat, was gut ist. Also man muss wirklich sagen, wir leben hier in einem Gebiet, wo wirklich an der, das muss man denen nach, also muss ich wirklich anerkennen, ich bin ja auch neu hier, die investieren wirklich sehr viel in diesem Bereich. Und die Hoffnung ist, und das ist auch der Wunsch, dass wir insbesondere auch so Aktivitäten, die Giebuk jetzt geschildert hat in ihrem Vortrag, da auch integrieren, dass wir also Modelle haben, die so sind, wie wir sie haben möchten. Ich glaube, es gibt ja auch so eine Art Bildkopera, den Hamburger Lehrer aufgebaut hat. Also es ist ja dann ja auch ganz spannend, dass ein normaler Mensch es geschafft hat, irgendwie eine Bildliste zu erstellen, die dann zum Training der großen Modelle verwendet wird. Und ist ja dann, ich glaube, der wird jetzt angezeigt von einem Fotografen oder Designer. Aber egal, ne? Also aber trotzdem sieht man, es ist ja dann trotzdem transparenter, wie diese Koperas trainiert worden sind. Und das ist ja dann eigentlich auch ein Mehrwert für eine Gesellschaft, definitiv. Okay, danke. Vielen Dank. Ich schaue noch mal in die Runde. Sehe jetzt aber tatsächlich keine weiteren Fragen. Dann nehme ich trotzdem noch ein paar Bälle auf, Giebuk, die du gerade auf den Rasen geschossen hast. Genau, zum einen hast du Alexander Martin erwähnt. Da spoilere ich Ihnen noch mal einen Termin, nämlich den nächsten Termin hier von University Taking Shape Nummer 8. Das ist dann ich gucke mal Richtung der Eventmanagerin, am 17. April. Genau, um die gleiche Uhrzeit hier, da treffen Sie Alexander Martin, Vizepräsident für Forschung, Transfer und da geht es insbesondere dann um Transfer und um wissenschaftliches Arbeiten. Du hast schon Bilder vom Campus gezeigt, der noch nicht ganz so aussieht, wie er jetzt in dem Modell tatsächlich sich dargestellt hat, aber genau, wenn Sie am 19. Juli noch nichts vorhaben, darf ich Sie jetzt schon mal einladen zum Campusfest, wo wir dann auf dem Campus das neue Gebäude einweihen werden, den sogenannten Cube One, das erste Gebäude. Damit haben wir dann wirklich auch einen Fuß auf der zukünftigen Campusheimat der Universität. Insofern verfolgen Sie uns gerne dort weiter, auch in den sozialen Medien oder über die Webseite und ja, bleiben Sie uns gewogen, auch immer wieder mit uns ins Gespräch zu kommen. Die Gespräche vertiefen wir jetzt gerne noch an dem kleinen Buffet, was wir Ihnen noch präsentieren können. Liebe Giebuk, ganz herzlichen Dank. Früher hätte man gesagt, Antrittsvorlesung, nun haben wir gar keine Vorlesung für diese Antrittsveranstaltung. Und noch ein kleiner Spoiler, genau, denn wer noch mehr von Giebuk Uhlmann hören möchte in dem Fall, zu einem Teil, den sie heute nur ganz kurz angerissen hat, nämlich zu der Fake News Debatte. Fake News, was man schon im Altertum hätte eigentlich über Fake News wissen können. Dazu haben wir gerade vergangene Woche einen Podcast aufgenommen, der ab dem 22.03. dann online ist. Wenn Sie dann auf unserer Seite gucken, können Sie einfach sich weiterklicken zu dem Podcast, der dann online geht zum Thema Fake News. Dann bedanke ich mich an der Stelle ganz herzlich bei dir, Ihnen fürs Kommen und Sie sind herzlich eingeladen. Danke dir und danke allen. Tschüss.